Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal aus meinem Urlaub heraus. Also wenn auch Nebengeräusche da sind, bitte Verzeihung. Ich bin bald wieder zurück in meinem Studio. Da freue mich auch ehrlich gesagt auf mein Studio, denn mit dem Equipment ist es nicht immer ganz so einfach. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns heute natürlich wieder als erstes die On-Chain-Daten an. Wir haben hier aktuell Extreme 4 25 Basispunkte auf der Richterskala, also mit Firm Grid Index zeigt erhöhte Angst. Wenn man die On-Chain-Daten prüft, dann sehen wir aktuell, die Miner haben nicht großartig Bitcoins auf den Markt gestoßen oder abgestoßen. 1,8 Millionen im Asset, 3 Millionen und 28.000 liegen noch auf den öffentlichen Exchanges. Auch das keine große Masse, somit eher etwas beruhigend. Ja, und nicht zu werten ist auch Ethereum aktuell, 191.000 Inflow zu 190.000 Outflows. In den letzten 24 Stunden, auch das ist keine große Masse. Dann sehen wir noch bei Bitcoin, sind das ungefähr knapp 200 Bitcoins, die Börsen verlassen haben. Auch das hat keinen großen Einfluss auf den Preis. Ja, wir haben ein kleines volatiles Wochenende erlebt. Jetzt kommt ein bisschen die Ernüchterung zurück. Ja, die Börsen werden dann auch öffnen. 15:30 wird dann wieder interessant. Denn wir haben bei den Spot-ETFs hier eine schwache Performance. 89,7 Millionen sind im Outflow. Also wir sehen, GBDC hat insgesamt 19,4 Milliarden bereits schon abgestoßen. Wenn ich das hier anschaue, wie es aktuell aussieht auf dem Trust von Grayscale beim GBDC, da sehen wir, es sind noch 233.000 Bitcoins zur Verfügung, die in diesem Trust liegen. Das ist nicht mehr die Masse. Ja, also hier noch 14,1 Milliarden. Also ihr seht, es wurde schon mehr als die Hälfte aus dem Trust abgeflossen. Auch das, und das ist nicht mal eine Riesenzeit. Wir reden von Jahresbesitz. Also Ende dieses Jahres ist dann, glaube ich, auch irgendwann mal dieser große Einfluss durch. Der Oktober steht uns noch bevor. Der wird hier so ein bisschen bullish sein. Bei Ethereum ebenfalls ein weiteres Minus. Auch hier 41,7 Millionen war Outflow. Man sieht, der Outflow liegt klar bei Grayscale. Auch der neue Trust, wo sie sich, sie haben zwar den Mini-Trust genannt, aber auch diese Mini-Trust, ganz ehrlich, also was die da reinholen, das ist eigentlich nicht wirklich viel. Da haben die anderen Großen hier schon ihr was bewiesen und das trotz höheren Fees als jetzt hier Grayscale selbst. Also man sieht also, die Anleger flüchten eigentlich aus den Produkten von Grayscale. Sie sind gar nicht interessiert an günstigen Leistungen. Das bedeutet, im Hintergrund wurden wahrscheinlich die Anleger schlecht beraten, schlecht betreut, was auch immer. Also da sieht man keine großartige Umschichtung. Und auch hier im Trust liegen noch, wie viel haben wir noch? 1,9 Millionen Ethereums liegen hier noch drin. Wenn die durch sind, auch da ist am Ende im Schicht, da sind noch knapp 5 Milliarden Dollar. Wenn man die Liquidität auf dem Markt aktuell anschaut, dann sieht man, okay, die liegt ganz klar hier im oberen Bereich. Hier die Longs wurden gefischt. Ja, also das Rote sind die Longs, die Grünen sind die Shorts. Wenn ich jetzt hier das anschaue, haben wir schon eine Range aktuell zwischen 60.000, 61.000, maximal 62.000 Dollar, wo gefischt werden kann. Der obere Bereich, aber hier bis 60.000, das wird schon die größere Masse sein. Ja, und wenn man hier anschaut, nach 4 Jahren übertrifft MicroStrategy Bitcoin-Wette die Warnung von Warren Buffett. Ja, wir wissen, sie haben nochmal zugelegt, da sieht man schon massiv, geht aber auch hohes Risiko aktuell ein. Selbst Michael Saylor hat ja privat jetzt auch schon über 17.000 Bitcoins angehäuft. Ich weiß nicht, inwieweit sich das Ganze auch mit MicroStrategy verknüpft, mit Sicherheiten etc. Ich kenne da die Verträge nicht, aber sie haben weiterhin hier jetzt auch mit dem Split von ihren Aktien nochmal Kapital bekommen, wo sie ganz bestimmt nochmal Bitcoins nachkaufen werden in dieser Phase. Ja, und da gibt es aber immer noch Leute, die sagen, okay, wir werden weit unter 60.000 Dollar fallen. Aktuell sind wir unter 60, wir sind ungefähr bei 58.300 Dollar. Tiefere Tiefs sagen jetzt hier Experten, dass tatsächlich nochmal zu einem Zyklus-Tief kommen könnte. Das will ich aber mit euch ganz ehrlich gesagt lieber anschauen in der Chartanalyse, als hier irgendwie über solche Geschichten. Was sehr bullish sein kann, sind die Optionen, die in Aussicht sind für Bitcoin und Ethereum ETFs.
BlackRock ist als Vorreiter dran. Da gibt es auch eben, also da ist natürlich so, man wettet auf einen termingerichteten Bereich, wo man entweder kauft oder verkauft. Das Ganze will eben hier auch gedeckelt sein über Coinbase im Trust. Und das Ganze wird natürlich dann im Endeffekt ebenfalls sehr, sehr interessant. Könnte sehr bullisch sein, bullisch wirken. Nichts Besonderes gibt es auch bei Gold. Also das ist kein Produkt, das ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es kommt. Die Frage ist eher, wann es kommt. Auch da gibt es natürlich viele Komplikationen mit der SEC, die natürlich da auch noch erfüllt werden sollte. Sollte das passieren, dann könnte es tatsächlich sehr interessant werden. Und Bitcoins da relativ stark nochmal nach oben gehen, weil eben Bitcoins auf dem Markt entzogen werden. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Chartanalyse hinein. Wir nehmen Bitcoin, wir nehmen aber Bitcoin auch noch schnell den Weekly Chart, weil ich glaube, der ist auch noch sehr, sehr wichtig. Da nehmen wir den logarithmischen, das hatten wir hier schon drin. Dann gucken wir kurz, aktuell RSI liegt aktuell schön im Mittelfeld. Wir haben den bärischen Cross der kurzfristigen hier bereits schon gesehen, langfristig ebenfalls. Wir sind hier schon sehr, sehr gut darunter gerutscht. Aktuell immer noch in der EMA Ribbon drin, sozusagen. Also wir performen aktuell da drin. Wir sehen aber, dass es sich zusammenschnürt. Das bedeutet jetzt nichts Schlimmes. Also wir haben gesehen, wir haben die J-Wave hier noch nicht abgearbeitet. Wir haben aber bei Support 1 hier wieder schöne Kraft bekommen, sind nach oben gedroppt. Ja, und dieses Tief wird aktuell eben angesprochen. Ja, also dass man sagt, ja, dieses 50.000 Dollar Tief sei doch nochmal machbar in diesem Zyklus, wo wir uns befinden, ja, also oberhalb dieser Linie, wenn man nochmal auf die 50.000 Dollar zurückfällt und jetzt dann nach oben geht. Das Risk Management sagt auf jeden Fall noch tiefere Tiefs auf, also das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Wir haben hier immer noch die 40.000 Dollar drin beim absoluten Bad Case, nicht das Worst Case. Worst Case wäre bei ungefähr 10.000 Dollar. Die 10.000 Dollar sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Was positiv ist zu betrachten, ist eigentlich dieser nur Aufschwung vom Volumen her. Also wir sehen, das Volumen kehrt zurück in den Markt. Das ist positiv. Jetzt kann gucken, wie sich diese Woche hier auf jeden Fall performt. Dann sehen wir das nochmal ein bisschen besser. Zurück im 4-Stunden-Chart. Da haben wir einiges schon angeschaut gehabt. Hier nochmal aufs 4-Stunden-Chart zurücktroppen. Wir sind ausgebrochen hier aus diesem Ascending Triangle nach oben, haben nicht ganz die Zieldecke erreicht. Die wäre hier tatsächlich bei 65.000 gewesen. Wir sind hier ziemlich genau auf die EMA 300. Die Flag ist nicht aufgegangen. Das können wir zurücknehmen. Wir sehen jetzt hier ein Zusammenschnüren, ein Breakout, das hier passiert ist von der EMA Ribbon. Das Breakout ging nach unten. Wir haben aber noch nicht das 0,5er erreicht. So, was wir machen ist, wir nehmen das bullische Ziel weg. Wir haben hier noch unser Widerstand gehabt von unserem damaligen Bereich, von unserem Ascending Triangle, das uns nach oben gebracht hat. Auch das haben wir aktuell als Support zu sehen. Ja, also da gab es ein Flippening. Wenn dieser Support hält, dann wird auch hier das 0,5 nicht mal angetestet, dann gehen wir hier wieder hoch. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt gut beobachten. Wir hatten hier eine schöne Hammerbildung. Jetzt bläst er dahinter noch Blätter rum, ja, gibt es ja gar nicht. Naja, egal. So, also hier Hammerbildung. Diese Candle, die jetzt noch 2 Stunden 53 läuft, hat also jetzt noch 2 Stunden ein bisschen mehr Zeit, grün zu werden. Und dann gäbe es eigentlich eine Umkehrwende, sollte das eintreffen. Was wir tun können ist, wir haben hier eine relativ stark übergeordnete Situation. Wir können das jetzt ein bisschen justieren, indem dass wir nur den Bereich hier abdecken. Da sehen wir, dass wir hier unten Richtung 55.500 Dollar fallen könnten. Also das wäre unser bärisches erstes Signal. Also bullischen sich kurz, ganz klein gesehen, ja, wäre hier eine Möglichkeit, nehme ich das untere wieder weg, stehen wir gerade am 0,5er. Erstes Target wäre 59,65 bis 62.000 Dollar. Das deckt sich eigentlich hier sehr gut mit der Liquidation, ja, also mit den Niveaus, die wir hier haben, passt es relativ gut zusammen. Dann noch ganz kurz bei Ethereum. Ethereum sehe ich weiterhin hier eine Möglichkeit. Ach,
Rund hier, ich mache kurz eine kleine Pause da. So, also ganz schnell und kurz, bevor da wieder der Tumtür anfängt zu blasen. Hier sehen wir eine Ascending Triangle, das uns auf dieses Niveau hier hochbringt, Richtung $3,000. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Ich glaube, das bringt auch nicht weiter, reden zu wollen. Der Brunt, ich wünsche euch einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich sage Tschüss, Usen, Jeselo, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.